Ja. Quasi haben wir jetzt einen zweiten, der kann jetzt auch voll werden, ne? Dann suchen wir uns noch eine Holz und dann machen wir noch drei von den Bratterdingern und dann geht das nämlich schneller, dann sind die nämlich auch schnell voll da. So, oder hat man denn nicht hier noch Ratterdinger? Zwei Stück haben wir hier noch. Das ist schon mal ein guter Anfang. Junge, 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 wie das abgeht. Was geht ab? Wie schnell das Ding voll wird. Der Turm. Ja. So. Knack, knack. Schön. Nur ein Hebelchen. Ja, das Problem ist halt, wir brauchen jetzt noch am besten noch so ein paar Kabels. Ja. Ach, wir haben noch Kupfer hier. Ich kann dir aber auch gerade meine die Glasfaserkabel zuschmeißen, dann können wir da drinnen was austauschen. Dann kann ich die Billigkupferkabel nehmen für das Zeug da hinten, wo ich nicht viel brauche. Kannst du auch machen. Also Kupfer brenne ich gerade noch ein bisschen, ne? Ja, ich schmeiße dir gerade mal die Glasfaserkabel zu. Kannst du das austauschen? Ich glaube, die sind da besser aufgehoben als. Ne? Die sind ja eh nicht kompatibel so ganz, oder? Ja. Zu den. Da müsste ich quasi hier nochmal einen Energiespeicher zwischenhauen, also quasi eine Bedbox oder zwei am besten, wo ich dann mit dem Glasfaserkabel reingehe, weißt du, aus den Geothermalgeneratoren. Du Weil die kannst sind ja. doch. Das sind ja 48 Stück. Da kannst du doch hier bis da hinten zu den MFEs und. Kannst du fast alles hier austauschen. Oder ein Großteil auf jeden Fall. Machen wir erstmal hier hin. Ja, wir sparen ja jetzt hier auch Kabel ein, weil man hier jetzt hier das Solar nicht mehr. Das ist ja einmal von bis zur Decke. Ja, die schraube ich gerade mal ab mit der Wench. Kannst du tun. Dann nehme ich mir eine Bedbox mit da hinten aus und dann schicke das. Eine Bedbox. Ja, hier ist eine übrig. Ja, eben. Passt. Wohl übrig. Wo haben wir die denn alle? Wow. Vorsicht, Loch. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Die Bedbox brauchen wir eigentlich, da müssen wir mit dem Strom reingehen. Weil sonst haben wir nämlich das Problem, sonst kommen wir hier, sonst haben wir verschiedene Stromstärken, das ist scheiße. Lass die da stehen. Dann baue lieber noch welche. Oder ich baue noch welche. Oder, keine Ahnung. Ja, klar, mach ich. Weil, sonst haben wir da nichts. Aha, guck mal. Geht doch, sind doch kompatibel die Kabel. Okay. Sag mal, brauchen wir die Bedboxen da oben? Welche? Die zwei da an der Decke. Hatte ich als Zwischenspeicher. Die kannst du vielleicht eher mitnehmen. Ja, dann können wir da auch MFEs oder irgend sowas hinbauen. MFE ist ja einmal wieder nach Stromstärke, das ist da immer das Problem. Wir brauchen da Low Voltage für die Öfen. Ach so. Mit MV kriegen wir die ja auch nicht angetrieben.
Ja. Deswegen haben wir ja alles hier in ja. LV quasi. Nö, dann ja. Ja, ja. Es wird aus dem zweiten Turm auch noch rausgepumpt. Müsste das gleich hier Strom laufen. Kabel habe ich 25 Kupfer, kann ich dir geben. Oh yeah. Die habe ich eingespart. Ja, hier oben ist bestimmt auch noch eins zu viel. Warte mal. Weil eine Bedbox hast du jetzt abgebaut, ne? Ja. So, ja, weil das Problem war, das hatte ich alles so dahin gebaut, weil es ging nicht anders. Aber ich ersetze die jetzt nach und nach, ersetze ich die jetzt einfach durch Glasfaser hier. Ja, eben, das meinte ich. Ich helfe dir auch beim Abbauen. Wie viel hast du denn noch? Was, Glasfaser? Ja. 28. Ja, da können wir die doch hier noch. Locker flockig. Ja. Ich legge. So. Ja. Da habe ich noch 21. Das war doch eine gute Idee, hä? Ja. Ja. Hätte von mir sein können. Hätte von mir sein können, spricht er. So. Das heißt, Ausgang muss hier dran. Muss ja halt auch irgendwo Kabel einsparen. Versuchen, ne? Ja. So. Gut, dann haben wir jetzt Bedbox, haben wir Öfen, die wir auch wieder neu befüllen müssen. Kupfer ist auch fertig gebrannt. Yeah, 46 yeah. Stück. Schmeiß mir gerade mal die Kabel rüber. Ja, Moment. Yay. Danke. Hallo. Oh. Ja, jetzt war ein Glasfaserkabel. Hast du? Ja. Sauerei. Und eins übrig. Ja, verdammt. Hm. So. Naja. Was mache ich jetzt? Wie mache ich das jetzt? Dann kann ich jetzt. Ich meine, das Eisen wird da hier rein. Kann er rutscheln. Oh.
So, Glas. Machen wir hier rein. Kabel. So, das wollen wir mal ein bisschen Holzkohle. Um 6000 Holzkohle. Was? 6000 Holzkohle. Nicht schlecht. Finde ich gut. Na gut, jetzt ein bisschen weniger, 30. Ich habe mir Fackeln gemacht. So. Oh, die Stiefel sind verbraucht. So, Strom kommt. Strom kommt? Strom kommt. Also züchten könnte der Züchter jetzt schon. Muss ja aber jetzt nochmal die ganze Ecke hier umbauen. Platz hab zum Weizen und so. Ne? Du, das heißt, Bäume fällen, Upgrades bauen. Plastik, mal Plastik. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Wo ist es hingekommen, ne? Hier liegt Raw Plastic. Hier liegt auch noch Raw Plastic. Ich glaube, ich hatte eigentlich noch. Ne, Raw Plastic ist genau das, was ich suche. Ansonsten hätte ich hier oben noch Plastic Sheets, hätte ich noch. Ne, die brauche ich nicht. Okay. Das ist schon in Ordnung. Na dann. Na guck mal, alle Öfen laufen. Herrlich. Oh, gucken, was hier hinten die Dinger machen, ne? Das Upgrades. Ach, nehmen wir das. Redstone. Und
Redstone irgendwo hier hingeschmissen. Irgendein Karton. Da. Hm. Hab's schon. Ups. So. Mit was repariere ich denn zur Not hier die Magma Engines? War das auch mit der Wrench? Nö, mit dem Schraubenschlüssel. Schraubenzieher, ne? Meine ich doch. So meinte ich. Was? So. Screwdriver. Ach, ich mache jetzt noch ein paar Vorbereitungen für die nächste Aufnahme und dann ist gut für heute. Mhm, wollen wir jetzt Eisen lassen. Müsste ich eigentlich auch einen Harvester?